What happened in Macau was not your fault, little sister. This tiger, Qiu Zhu, burned the port. He's known for his cruel deeds. We call him the demon. I know, Sifu, but we caused this madness. My desire for revenge did. I already warned you about those feelings, Xiao Jun. I know your quest for vengeance fits with the goals of the Brotherhood, but you cannot put your heart into such endeavors. Master Ezio told me the same thing. A wise man, to be Ezio. Sure. Unlike our next target, Wei Bin. The snake. The one who led the slaughter of our Brotherhood, Sangyong's right-hand man. Yes. So, Wei Bin should lead us to him. But the danger is greater than ever. They know danger. What we can do now, and they want this box and the secrets it may hold. You will travel to Wei Bin alone. I know of someone here in Na'an who may be able to help us use the box. Du weißt, wo meine Xbox well, ist. Sifu. I will find you once Wei Bin is dead, and I have Zhang Yong's location. Die Suche nach meiner Xbox. Okay, erweiterter Helixbalken. Echt. Na'an. Na'an. Was gibt's denn hier bei den Personen? Haben die jetzt mal, wie ist der Typ gerade? Yuda Yong? Nee, in dem Video kam irgendein Name vor. Das nächste Ziel, Guan Dao? Nee, das sind die Stangenwaffen. Oh, guck mal, wie viele Möglichkeiten es schon gibt hier, ne, die man drauf haben muss. Ich meine, das sind jetzt nicht voll die krassen, kniffligen Kombos, aber... Ich spiele das jetzt nicht täglich, also... kann man das schon mal wieder ein bisschen verlernen. Okay, Optionen wollte ich eigentlich nochmal reinschauen. Weil am Anfang... Oh, cool, ist sogar ein bisschen was los. Ja, genau. Ich hab mich geduckt. Halt nur ein bisschen zu spät. Ah, hier kann ich mich in den Leuten verstecken. Cool. Oh. Wo sind Gegner? Ah, da ist zum Beispiel einer. Okay. Und? Schnell. Munition voll. Und? Kann die da nicht hoch? Oh, warte mal. Mit dem Teil hier vielleicht? Nee, geht auch nicht. Hohohohohoho, da ist es wieder, ey. Ja, ne? Aber irgendwie muss ich doch da hochkommen. Ah, ich seh's. Mit dem Messer muss ich das runterholen. Cool. Pardon. Aber das dann alles echt noch irgendwie zu beachten, ne? Weil im Prinzip leuchten die Sachen ja, aber das jetzt nicht. Wahrscheinlich. Oh, da oben ist bestimmt ein Punkt, genau. Zinkpunkt. Das hatte ich geholt, ne? Die Kiste. Munition voll. So, wo geht es denn jetzt hier am besten? Boah. Ja. Seile durchzuschneiden. Ja, krass. Aber da muss ich den irgendwie ablenken, ne? Ah, nee, alles klar. Ich sehe es schon. Okay. Da guck doch mal runter, du Dödelkopf. Auf Wiedersehen. Boah, heftig. Da oben hat er auch noch hingeschaut. So. Ey, synchronisieren bitte. Jetzt. Und wieder hat sich nichts geändert. Also, ja, ich hätte mal vorher gucken müssen, was ich hier sehe, nach vorne. Und was ich nach dem Synchronisieren sehe, nach vorn. Boah, das sind immer so heftige Level.
5 Kerzen für die gefallenen Brüder entzünden. Ich hab so schön tot gehabt. Ah, von Elsterglanz. Aber irgendwie so richtig macht das nicht flüssig. Handkanonenwache. So. Jetzt mit denen hier vorlaufen. Na, geh mal los hier. Ich will nicht vorne stehen. So, jetzt muss ich aber. Ah, alles klar. Das ist ja auch geil. Los, holt euch irgendeinen anderen aus der Gruppe. Ich bin das nicht. Den hinten am besten, der guckt eh so bescheuert. Oh, da unten ist eine Kerze. Komme ich da von hinten auch noch rein? Nö, das will ich natürlich machen. Ist so blöd, ey. Wieso geht da nicht? Dann kämpf doch halt, ey. Oh, wieso kann der denn nicht zwischen den beiden Gruppen switchen, ey? So eine Scheiße, ey. Komm, kenne ich schon. Was Feuer auspusten hier. Ne, anzünden muss ich ja den Kram. Ja, hab das schon gesehen, eher als du. Und da noch eine oder sowas? Eine Scherbe? Was ist denn da so am Leuchten? Ah, da ist eine Schatztruhe. Der Seite. Nur wie komme ich da hin? Also von hier oder? Das muss ich mal probieren. Das ist ja auch schon wieder so typisch, ey. Wer hat ja gesagt, die soll jetzt schon da runterklettern, ey. Kannst du einfach mal da warten, da oben? Fand das schnelle Level war cool, ey. Einfach mal durchrushen und alle wegholen. Das war mal was anderes. So, hier kann die anscheinend drüber klettern, oder? Nicht? Das Schieben vielleicht? Aber hier ist doch aus. Hier ist doch Blut auf dem Boden. Und das heißt doch irgendwie, dass es da immer weitergeht. Ich wüsste doch nicht, wie ich hier hinten runterkommen soll. Über das Dach geht nicht. Ah, vielleicht da ganz hinten. Ah, ich sehe es schon. Vielleicht ist es das wirklich. Ah, das Blut ist verdächtig. Ah, warte mal, unten durchrutschen. Nee, das geht auch nicht. Einfach dagegen springen? Auch nicht. Und mit mit Attentat vielleicht gleichzeitig? Ich probier's jetzt, was mir da so einfällt. Das war's nicht. Na, irgendwie hat Blut hier immer was zu bedeuten. Deswegen. Keine Ahnung. Hätte ja mal jetzt irgendwie einen Hinweis kommen können oder so. So, guck mal, von der Gruppe in die switchen. Hier geht's doch auch. Los, bring mich mal schön bis dahin. Ja, sauber. So, jetzt guck ich doch mal hier, aber da geht noch nicht weit genug zurück. So, erstmal schauen. Doch, tatsächlich, da komme ich runter. Warte mal, hier war doch gerade. Ah, da ist noch einer. Oh, zurück. Jetzt sehe ich bloß nicht doch. Okay, ich glaube, ich kann mich auch schon mal zurückbewegen. Was ist denn das? Da oben ist nur eine Kiste, ne? Da kann ich den reinstecken. Oh, hier sind zwei. Was haben die für ein Bewegungsprotokoll? Gott. Wurfmesser. Kann ich mich hier irgendwo noch verstecken? Bloß nicht hier runter. Das ist auch immer doof, das weiß man einfach nicht. Ob die da nochmal runterschauen oder nicht?
Warte mal, wenn der sich umdreht durch den anderen hier oben per Luftattentat. Los, dreh dich um. Boah, wie spät erst, ne? Ja, wenigstens bis zur Truhe geschafft. Boah, wie ruhig ich wieder war, ne? Nur eine Schriftrolle. Ne, nur eine Schriftrolle. Aber mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar sieht man an der Truhe unten an diesem kleinen Schwertsymbol. Das fällt mir jetzt das auf. Da sieht man, was da drin ist. Alter, jetzt dachte ich, die geht schon wieder hoch, ne? So. Gucken wir mal noch. Hä? Da kann die nicht rein? Hm, okay. Da muss ich den holen. Hier, den... Den Fatzke. Den Louis da. Alles klar. Kurz überlegt, wie es ging. Nee, kann ich gar nicht holen. Oh je. Yeah. Es guckt ja runter da oben, ne? Ja. Da hätte ich ihn jetzt auch nicht holen können. Was ist das für eine blinkende Tür da? Ich muss ihn halt wirklich erstmal zurückgehen. Erst wirklich anlocken. Halt. Ja, nochmal runter. Gut. Also mit einem Pfiff anlocken hierher und dann krall ich mir den. So, dann nehme ich das schon mal. Ne, hatte ich schon sogar. So könnte ich das verstärken. War nicht der da oben? Genau, nur du. So, jetzt hier weg. Sieht er nicht? Sieht er nicht? Sieht er nicht? Hast du dich gesehen? So, war schnell weg hier. Weiß nicht, wie weit er... Guck gar nicht, ne? Nochmal runter. So, jetzt ist die Frage, kann ich in diese blöde Tür da rein? Ah, geht da. Okay. Dann hätte ich es auch theoretisch anders machen können, wäre aber extrem schwierig. Muss ich dann ganz genau abpassen. Ja, kratze dich mal Ohr. Ohrenkratzer und Nacktknackser. Boah, jetzt, ne? Nein. Oh, krass. Hätte ich jetzt auch beim ersten Mal nicht geschafft. Ich glaube auch mit dem ersten Wurf, wenn er gesessen hätte. Zu knapp. Wobei, zur Not hätte ich den ja mit einem Attentat holen können, ne? Wenn er sich umdreht, genau. Na gut, dann nicht mehr. Ja, Müllemar. So, erstmal hier drin das Teil holen. Oh nein! Hey, das habe ich nicht gesehen jetzt im Adlerauge. Das war ein bisschen blöd, ne? Munition voll. Ah, jetzt sind wieder ein Wurfmesser drin. Dürfte ja eigentlich eins einsammeln. Richtig. Ist die angezündet jetzt? Ey, war ehrlich gesagt ein bisschen doof gerade. Warte mal, da drüben. Kann er doch nicht hingucken, ne? Nee. Kriegt er nicht hin. Erst wenn er klettern lernt. So, dann habe ich das auch. Die Kerze ist an. Dann gehe ich einfach wieder. Nee, warte mal, da oben ist auch eine Scherbe. Oh. Ach ja, jetzt sehe ich sie. Da. Okay, aber das ist ja. Oh nee, dann kann der mich ja sehen, wenn ich da oben dran hänge. Der guckt ja hier runter, glaube ich. Wer hat denn von hier runter geguckt? Ah, jetzt guckt er doch darunter. Theoretisch.
Genau. Ups. Komm, die Leiche siehst du nicht. Ey, sieht er die Leiche noch? Aha. Ah, jetzt warte mal, ich verpiss mich lieber. Da guckt bestimmt auch hier runter. Rein! Ne, der läuft nur bis dahin. Ne. Hoffentlich kann ich mich da hinten in der Nische verstecken. Sonst einfach so. Hin und weg. Warte mal, kann ich hier? Ich hab doch gerade die Kerze angezündet, ne? Immer noch voll. Ich weiß auch gar nicht, warum ich Muni für diese Kerze brauche, so wirklich. So. Habe ich alles. Ah, da vorne ist noch was. Da ist bestimmt hier oben drin. Ja gut, da brauche ich ja eigentlich nur... Jetzt schnell hier rum. Und rein. Nee, hier ist das gar nicht. Ach, über dem Tor. Was ist das? Was war das für eine Benachrichtigung? Wow! Ja, ich guck mal, was das für eine Benachrichtigung war. Das macht mich völlig verrückt. Datenbank. Wenn dann Person, ne? Weil die haben ja auf diesen Typen daran gezoomt. Ein Greifer. Greift zu, beim Nahkampf, Gegnerangriff. Okay. Also eigentlich von dem nicht erwischen lassen. Dann machen wir das gleich so. Jo. Okay, und wie das weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Session, in dem nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen soll oder was schon ganz cool ist. Und Daumen hoch, Daumen runter, wäre auch ganz cool. Dann sage ich mal, haut rein, bis zum nächsten Part. Tschüss.